Mehr als 500 Gäste säumten am Montagmittag die gewaltige Baugrube unterhalb von Frankenhain. Auch Polit- und Behördenprominenz strömte zur gewaltig aufragenden Spritzbetonwand, die einmal das Südportal des neuen Tunnels der A49 bilden wird. Zum Tunnelanschlag besuchten unter anderem Hessens Verkehrsminister Florian Rentsch, Staatssekretär Jan Mücke und Burkhard Fied, Präsident von Hessen Mobil, die Baustelle. Zur Patin wurde die aus Treysa stammende Carmen Stehl erkoren. Der Tunnel wird den Vornamen der 23-Jährigen tragen, die nach bergmännischer Tradition die Stellvertreterin der heiligen Barbara ist. Stehl überreichte dem Vertreter der Arbeiter aus mehreren Ländern eine Grubenleuchte mit einer Barbara-Taufkerze und versprach, die Arbeiter regelmäßig zu besuchen. Die Segnung der Baustelle und der Wand übernahmen die beiden Treysaer Pfarrer Dieter Schindelmann und Michael Brühne. Der Tunnelanschlag wurde mit einer ersten Sprengung begangen. Ab sofort wird Tag und Nacht gearbeitet. Fertig sein soll der Tunnel 2015 und 80 Millionen Euro kosten.